Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Harran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Harran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Harran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest. Harrans Tage sind gezählt. Beliebige Taste drücken, um fortzufahren. So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Play zu Dying Light. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich nicht, wie immer, nicht wirklich vorbereitet und wir werden zusammen rausfinden, wie das Spiel so ist und was so los ist. Rollentausch, Option Extras beenden, Kampagne spielen. Los. Neues Spiel spielen, ja. Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole. Finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Auf die Fratze geflogen ist er. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine. Na, los, Brim. Ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Oh, Leute. Stopp! Lärm zieht sie an. Ach so, warte, ich muss drücken, um zu springen. Okay. Rückzug! Rückzug! Okay, jetzt habe ich die Zombies angelockt. Besser als bei denen zu landen. Bleib bei denen, gib ihm mit dem Baseballschläger. Komm, wir müssen los! Okay. Nein! Los!
gern was anderes sehen als den Boden. Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Gut gelungene Rettungsaktion. Eine gerettet, einer tot. Läuft. Okay. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Warte, ich kneif dich gleich! Ja, mit der Faust ins Gesicht! Ein Zombie ist. Ah! Zombie, lauf! Boah, mir wird schwindelig! Ey, ohne Scheiß, Mann! Okay, was war das? Scheiße, mein Kopf! Okay. Mit WASD können sie sich bewegen und mit der Maus können sie Blickrichtung ändern. Also, by the way, die Grafik sieht, finde ich, richtig gut aus. Ich meine, es ist okay, wenn man näher hingeht. Nicht, aber so generell Hammer. Ja, richtig geil. Die Atmosphäre. Boah, Alter, aber hey, ich glaube, ich kann das Spiel nicht spielen, hey. Mit den komischen Bewegungen wird mir echt schwindelig. Aber es sieht richtig gut aus. Kann ich jetzt zum Fenster raus? Ich befinde mich in einem gesicherten Bereich. Gib dir was zu fressen. Okay. The Scorpion meets Time Kickboxing. Was geht hier ab? Hallo? Ach, F. Ich drücke halt eiskalt die falsche Tür. Oh, die Zombies kommt. Erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies. Siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Frag den Boss. Okay, gehen wir zu Raum. Ich hab's schon wieder vergessen. Ey. Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger. Ein Infizierter mehr. Ein Kurier weniger. Da, was laberst du denn? Melden Sie sich beim Boss in Raum 190, okay. 31 Infizierte und nur noch 7 Kuriere. Ah, okay. Scheiß auf Ruhe, jetzt kriegt der Amir Santizin. Alter, ich geb dir gleich ein... Okay. Raum 190. Und du bist? Crane, 31. Oh, okay, was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Hier scheint der falsche Weg zu sein. Raum 190. Oh, ist gerade mein Ernst. Du hast ja zum Glück die Leere umgeflogen. So, Headquarters. Okay, das scheint Raum 190 zu sein. Hallo? Wo ist der Boss? Bist du der Boss? Ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut.
Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat hier das Sagen. Alter. Okay, das war grün. Ich hab gedacht, das war jetzt immer noch nicht erledigt. So, kann ich hier lang erwachen. Ich bin nicht faul. Wir geben sich in den 13. Stock und suchen sie nach dem verschollenen Überlebenden. Ja, toll. Ich bin im 19. Okay. Dann gehen wir mal runter und suchen nach Überlebenden. Ich bin ja schon mal sehr gespannt, wie ich mit der Steuerung zurechtkomme. Also Geschicklichkeitsspielen stelle ich mich ab und zu mal etwas doof an. Wo geht's denn hier runter? Entschuldigung, Lady. Hallo. Wo geht's hier runter? Moment mal, hier bin ich schon mal vorbeigelaufen. Wo geht's hier runter? Nicht sehr gesprächig. Oh Mann. Gibt's hier irgendwie einen Fahrstuhl? Begeben Sie sich in den 13. Stock und suchen Sie nach verschollenen Überlebenden. Wir sitzen hier fest. Wir raten in einem Käfig. Nach oben kann ich auch nicht. Kann ich so irgendwie runter? Gibt's hier irgendeinen Fahrstuhl oder irgendwas? Sie befinden sich in einem gesicherten Bereich. Oh, Fahrstuhl. Wo willst du denn hin? 13. 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Ja, logisch. Oder Hauptsache, der scheiß Fahrstuhl funktioniert. Oh, Jesus Maria. Alter Verwalter. Erstmal einen Besen nehmen und ein bisschen sauber machen. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was, ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Was zum Geier? Oh, nice! So. Jetzt wird's ernst hier. Wow, fuck. Läuft bei dem. Okay, dann hacken wir noch ein bisschen auf ihn rum. Okay, der scheint tot zu sein. Komm raus. Mann, alles in Ordnung? Oh, hab mir den Arm verletzt. Ah ja. Du wurdest nicht zufällig gebissen. Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt, das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Nimm den doch mit.
bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, Scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Als ob. Ist hier nicht was? Scheiße. Aber jetzt muss ich mich hier noch rumtreiben. Alter Falter, hä? Tee, um die Taschenlampe anzumachen. Fuck, Mann, das ist scheiß Geräusche. Mir hat's bestimmt, jawohl. Erstmal ein Trinken, Mann, auf den Schock hier. Das ist scheiß Bandagen. Alter, mach auf hier. Saubande. Wow. Okay, ich glaube, ich will gar nicht, dass der aufmacht. Wie war das mit der Taschenlampe? Oh, okay, nice. Finden Sie Müll und Alkohol, um ein Medkit herzustellen. Bin dabei. Moment mal, war ich hier nicht schon mal? Ah, öffnen. Klebeband brauchen wir auch. Der macht bestimmt gleich die Tür selber auf. Und dann gibt's hier Tapperei. Boah, kacke ich mich ein hier, Mann. So eine Scheiße. Aber da drin hat's bestimmt Müll. Oder Klopapier oder so. Ja, ist gut jetzt. Kann mir nicht aufmachen. Ha. Okay. Ah, Moment. Bin ich blind, oder was? Nägel kann man auch immer gebrauchen. Ich sehe schon, das Spiel ist nichts für mich. Ah, ich kann rennen. Oh! Nägel, okay. Kann man hier denn so krasse Sachen craften? Oh, die Musik heißt nichts Gutes. Mann, ey, ohne Scheiß, Mann. Kann ich hier rausschauen? Wow. Sieht schon richtig gut aus. Wo ist der scheiß Mul? Was hab ich denn hier? Klebeband. Ey, was gibt's hier so viel Nägel und Klebebänder, hey? Was ist da los? Taschenlampe. Es geht, alles frisch. Ich muss hier nochmal durch. Achtung, Entschuldigung. Oh, oh. Bürste. Oh, hier geht's ja noch nach hinten. Hätte ich das mal früher gewusst. Metallteile. Yay. Bald kann ich mir eine Bombe basteln, hätte ich gesagt. Oh, ich kann hier raus. Hallo? Okay, kann ich nicht. Alter, mit dem ganzen Klebeband kann das sich doch wie eine Mumie zusammenbeppen, Mann. Was ist denn los? Jetzt brauche ich da noch ein Mullband. Ich bin ratlos. Vielleicht habe ich ja hier irgendwas übersehen. Irgendwo Mull. Ich wette, ich muss doch da irgendwie rein, aber...
Frage ist definitiv, wie. Kann ich den nicht nochmal aufmachen? Ich glaube, der ist nicht gesund da drin. Hallo, können Sie bitte die Tür öffnen? Hallo, können Sie bitte die Tür öffnen? Okay, lässt sich nicht helfen. Hier ist wohl die Treppe nach oben. Stromkabel. Ich finde alles, aber das ist alles, was ich jetzt gerade nicht brauche. Wahrscheinlich bin ich schon 10-mal vorbeigelaufen und ihr sitzt da vorm Bildschirm und sagt euch, Alter, du Idiot, da liegt's doch. Ist da was drin? Nein. By the way, wenn ihr mehr sehen wollt und euch das Let's Play bis jetzt gefallen hat, gebt bitte doch einen Daumen hoch, damit könnt ihr mich wahnsinnig unterstützen. Und dann weiß ich auch, dass ihr mehr davon sehen wollt. Des Weiteren könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, soll's hier wirklich, wollt ihr jeden Scheiß sehen, auch so wie ich hier eine halbe Stunde lang das Scheiß Mullband suche. Oh, das hört sich nicht gut an. Oder war das hier vor auch schon? Okay. Oder soll ich wirklich hier ein paar Stellen immer zusammenschneiden aus so einer gewissen Spielzeit? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ey, Kumpel, alles frisch. Ey, jetzt geht's mir gerade ein bisschen auf den Sack, Mann. Wo ist die Scheiße? Da hinten, Klobürste. Ey, ich dreh gleich durch. Ich hoffe mal, ihr habt die jetzt noch nicht gesehen, weil sonst stehe ich echt wie der Trottel hoch 10 da. Der ist mir auch nicht ganz geheuer da drin. Macht er irgendwie jetzt dann mal die Tür auf? Ist da die Mullzeug vielleicht drin, oder? Habe ich überhaupt eine Taschenlampenanzeige, oder? Also wie viel Strom ich noch habe, oder irgendwas? Keine Ahnung. Ey, mein Gott. Hey, es ist echt so, also. Ich habe die totale Begnadigung für so Spiele. Braucht doch nur die scheiß Mulmann, wenn das jetzt schon so anfängt. Den Alkohol, das ging ja ruckzuck. Aber der Rest? Und kann ich einen Schuh nehmen? Geht auch nicht, ja? Ich glaube, ich muss hier nachher so einen Zeitraffer reinmachen, wie ich hier eine Stunde lang rumrenne und diese Scheiße suche. Wenn ich es überhaupt finde. Ah! LOL! Scheiß Klebeband. Was geht ab? Boah, ja, Mann. Läuft. Au, ich wette. Hey, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir's. Komm schon. Der scheiß Zombie kommt jetzt bestimmt raus. Oh, Blechdose. Der ist in diesem scheiß Bad. Bauteil. Ein paar Bonus-Scheiß mit hochbringen, um mich beim Boss einzuschleimen. So, wer erschreckt mich jetzt gleich? Wow, ich erschrecke mich gleich selber, Mann. Es ist echt das Ambiente, die Musik, alles. Ist richtig mies. Hier, take this. Was? Ach, jetzt muss ich ein Medikit herstellen. Alkohol. Mul. Okay. Okay, okay. Drücken Sie I für das Entwürfe-Menü. Stellen Sie ein Medikit her. Ey, ich fühle mich gerade wie der letzte Trottel, Mann. Alkohol, was mache ich jetzt damit? Waffe. Schön. Entwürfe. Oh, Mann. Medikit. Anfertigen. Mein Gott, hey.
Das war jetzt eine schwere Geburt. So. Zurück. Benutzen. Und wer greift mich gleich von hinten an? Das Geräusch, Mann. Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Hey, ich hab's gerade draufgelegt. Wenn du es jetzt abziehst, dann zieh ich dir das Rohr im Kopf. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Ja, und ich soll mich mit dem Zombie da draußen anlegen, oder was? Oh, da ist ja noch jemand. Sprechen Sie mit rein. Dave, Backen, Mann. Okay, wo gingst du nochmal nach oben? Vielleicht habe ich dich hier falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Wo war das gleich nochmal hier? Nach oben. Gibt's ja nicht. Volles Eichhörnchen, Mann. Keinerlei Orientierungssinn. Aber hier ging's nach oben. So, jetzt kann ich auch nach oben. Okay. Läuft. So, ich würde jetzt auch erstmal für das erste Mal hier Schluss machen. Ja. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen hoch. Würde ich mich riesig freuen. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet oder ob ihr mehr sehen wollt. Und dann sage ich hier viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.